Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es schon wieder im Hintergrund. Wir haben da einen A7 und einen Affen. Und einen Affen. Wir machen es mal auf. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, welcher YouTuber das sein könnte. Ich bin ja der McDonald's Roulette King und hier ist der Überking. Zusammen ist das ein royales McDonald's Roulette, erwartet uns heute. Und was haben wir vor? Was ist royaler, als das Hauptaushängeschild von McDonald's zu kopieren und einfach auf Boss zu tun? Deswegen haben wir uns ein McDonald's Ronald McDonald Kostüm organisiert. Das werde ich anziehen und mal gucken, ob wir irgendwas damit umsonst bekommen. Das Paket, das liegt hier drauf. Und ihr kennt es ja bei mir. Bei mir ist ich bin so bei mir ist war doch so, oder? Ja, genau so funktioniert das. Genau so. Aber eigentlich machst du es so. Ja, da passt hin zum Müll. Ja, passt noch nicht aufs Auto. Ja. Wenn's. Hä? Digga. Bist du behindert? Wie hast du es jetzt erhöht? Warum hast du es hinter die Skizze geworfen? Du hast es auf die Gleise geworfen. Hol's! Was soll ich so holen? Du musst einmal außen rumlaufen. Ich bin Marco, mein Penis, der ist so richtig klein. Ich weiß zwar nicht genau, was das jetzt sollte, Freunde, aber ihr kennt das ja. Es wird immer dümmer hier bei McDonald's Roulette und vorher vor dem Dreh wissen wir nie, was passiert. Und deswegen wusste ich auch nicht, dass das passiert. So, jetzt haben wir hier das Paket und jetzt machen wir es wirklich mal auf. Den Kopf öffnen. So, jetzt haben wir hier, keine Ahnung was das ist, irgendwelche Farbe, die weißen Gloves, die Handschuhe, Socken oder so, Perücke, weiße Gesichtsfarbe, Überziehding und das Unterhemd oder keine Ahnung was. Und das ziehen wir jetzt alles an. Ist es immer nur direkt vorm Drehen. Direkt vorm Drehen. Wenn ich beim Dreh bin, ist mir scheißegal. Gerade ist mir so ein bisschen scheißegal. Da ich ja der Boss von McDonald's bin, das heißt, der Bums, jede Filiale gehört mir, ziehe ich die Sonnenbrille an. Freunde, es ist vollbracht. Ich bin Serious Ronald. Ich würde sagen, das Kostüm muss man ein bisschen vorstellen. Wir sind bereit und jetzt versuchen wir als Ronald McDonald irgendwas kostenlos zu bekommen. Zuerst bei McDonald's Roulette bestellen wir das, was der Vordermann hatte. Dann versuchen wir das kostenlos zu bekommen. Wenn das nicht klappt, versuchen wir irgendwas anderes kostenlos zu bekommen. Klappt das auch nicht, gehen wir rein und kaufen den Bums. Jetzt sehe ich mich auch zum ersten Mal selbst, das ist so ein bisschen... Oh. Genau, Marc, du bist der Fahrer und ich habe dir gesagt, ich habe eine Überraschung, ne? Weißt du? Muss ich jetzt irgendwas Dummes machen? Man sieht mich ja nicht, wenn ich in deinem Auto sitze, ne? Ich sag nicht, dass ich Ronald McDonald hinten im Auto sitzen habe. Nein. Digga, ich mach das. Aber warte, guck dir das Auto mal an. Wie sieht man mich denn? Wie sieht man mich denn, wenn wir im Drive sind? Weil deine Scheiben ja getönt sind. Da gibt's einen Trick. Das ist halt einfach krass. Da gibt's einen Trick. Was für ein Trick, Alter? Digga, ich sitz auf dem Bums. Nein! Doch! Hey, ich hab gedacht jetzt. Okay, ich sitze auf dem Bums. Wenn er sagt, er will fahren, aber wo? Bist du dumm? Dude, wo willst du denn drauf sitzen, Alter? Ja, los. Willst du mich hochheben? Okay. Weil geh halt auf eine Schulter. Nein, super, eben gut, ich stütze mich ab. Du musst nur starken Rücken beweisen. 3, 2, 1. Das ist in der Kamera. Okay. Yo,
eine kurze Zwischeninfo. Und zwar bin ich gerade dabei, das Video fertig zu schneiden und wollte einfach mal den Leuten, die sich dafür interessieren bzw. die Interesse daran haben, mitteilen, dass ich jetzt eine Patreon-Seite habe. Also patreon.com ist eine Möglichkeit, wo man Leute unterstützen kann. Jeder Nutzer kann dort frei entscheiden, in welcher Höhe er eine andere Person finanziell unterstützt. Und wie gesagt, das geht nur an die Leute, die wirklich sagen, hey Chris, ich unterstütze dich bei der Sache. Das wäre natürlich eine unglaubliche Hilfe für meinen Kanal bzw. mein Herzensprojekt. Und es sorgt natürlich auch dafür, dass ihr weiterhin coolen Content bekommt. Außerdem gibt es die Möglichkeit bei Patreon, dass man so kleine Goodies bekommt. Das heißt, je nach Höhe des Betrages werden die Goodies immer mehr. Das Ganze ist noch im Aufbau bei mir. Schaut einfach mal vorbei und vielleicht findet sich der ein oder andere. Und jetzt viel Spaß weiter mit dem Video. Leute, ihr wisst es, es wird immer dümmer. Aber ich treib's jedes Mal auf die Spitze und mach irgendwas Neues durch. Ich glaube, es ist der neue Rekord, Mann. So, jetzt versuchen wir erstmal das erste kostenlos zu bekommen. Hallo, ich hätte noch eine Frage. Ist es möglich, exakt dasselbe zu bekommen, was der Vordermann bestellt hat eben? Das, was der Vordermann bestellt hat, exakt dasselbe? Ich weiß nicht, was er bestellt hat. Kann man das nicht sehen oder eingeben? Nein. Oh, okay. Are you serious? Können Sie einfach irgendwas so bestellen für 10, 15 Euro? Für 10 Euro? Ja. Erstes hast du Menü. Komplett egal, wie Sie wollen. Aber warum das denn? Weil ich einfach Lust auf irgendwas von McDonald's habe. Okay. 7,19 Cent. 22. Hallo. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das umsonst bekomme, weil ich aussehe wie Ronald? Nein, aber ich sehe extra so aus. Ich bin der Boss von dem Bums. Gar nicht? So sagt mein Chef. Nicht mal teilhaft? Jetzt habe ich mir das extra angezogen. Kriege ich irgendwas anderes umsonst? Irgendwas? Was Kleines, so wie 3 Big Tasty Bacon oder so. Nicht mal eine Pommes! Oder 12? Gummibärchen! Das ist nicht mal im Sortiment! Das ist sowieso gratis! Sie können bestimmt was machen. Kriegen Sie Rabatt? Ist es nicht so, wenn Sachen länger als 10 Minuten da liegen, dass sie eh wegkommen? Bezahlst du das oder nicht? Wie bezahle ich was? Also bezahlen kann ich, wenn ich was anderes umsonst kriege. Irgendwas Kleines, komm, das geht. Hey, das kann nicht sein. Ich komme von ganz oben. Hallo. Hallo. Ich bin gar nichts umsonst. Gar nichts? Nein. Ich habe gegeben. Aber ich habe extra das Kostüm angezogen. Ich dachte, das ist cool. Nee, das ist cool, aber ich kann das nicht losgeben. Das ist mein Job. Und wenn ich Ihr Sohn wäre? Nein. Und er Hunger auf Pommes hat und kein Geld hat? Oh, nein. Kriege ich dann mehr von denen? Ja. Die sind sowieso gratis. Und für so einen guten Zweck? So einen Keks? Ja, das zwei. Also ich habe 3 Gratisprodukte umsonst bekommen. Ja, das, ja. Okay. Kriege ich den Rest auch jetzt? Aber ich kann ihn bezahlen. Okay. Tue ich aber nicht. Ich habe nur gesagt, ich kann. Sie können gar nichts machen, nicht mal eins. Ich komme von ganz oben. Also gerade wirklich sogar auf dem Auto. Okay, danke. Das wird halt nur ein Problem, das zu transportieren. Marc, ich hoffe, dein Auto macht das mit. Was für Dank? Also wir sehen uns wieder. Ich komme von ganz oben. Hä? Wir sehen uns wieder. Früher als Sie denken. Bis in 2 Minuten. Marc, nein! Fahr nicht so schnell! Junge, fahr! Ich rutsche in dem Ding. Oh mein Gott, nicht so schnell! Junge! Junge! Immer freundlich sein, Freunde. Ja, Alter, guck mich die ganze Zeit an. Ich schwöre, der hat richtig kleine Koffer und ist richtig klein. Das kann mir kein Mensch sagen, dass das in der Bilanz auffällt, wenn 12, maximal 15 Pommes aus so einer kleinen Tüte fehlen. Ich will ja auch gar nicht viel. 12 Big Tasty Bacon reichen mir. Es muss doch die Möglichkeit geben, dass man irgendwas umsonst kriegt. 15 Pommes fallen in der Bilanz nie auf.
Ich kann das nicht geben. Ja, ich weiß, aber der Laden gehört mir ja. Ich bin ja Ronald. Nein, ich bin keine Ronald. 224. Das ist eine Folge Undercover Boss und wer merkt es nicht. Das ist eine Folge Undercover Boss. Bloß, dass ich nicht undercover bin. Haben Sie was zu sagen hier? Kriege ich einen Cheeseburger umsonst? Den habe ich schon, der will mir keinen geben. Können wir einen Kampf machen? Nein. Okay, ich verschwinde in 30 Sekunden, wenn ich eine Süß-Sauer-Soße. Eine Süß-Sauer-Soße. Perfekt. Ja, der Hammer. Dankeschön. Eine Süß-Sauer-Soße. Ja, das Video ist richtig rentabel. Ich habe die bekommen. Ihr habt gesehen, Freunde, eine Süß-Sauer-Soße. Es war mal wieder praktisch so ein Fail-Prank. Aber wir schauen einfach, was beim nächsten Mal wieder passiert. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Daumenchen nach oben da und schreibt in die Kommentare, was für weitere Ideen ihr habt. Ich werde mich jetzt wieder ein bisschen nach Hause begeben. War überhaupt nicht peinlich. Checkt die anderen Folgen von McDonald's Roulette ab. Danke nochmal an Robin und Marc. Instagram. Ich bin der Marc und ich bin auch dabei. Ich bin Marc und mein Penis, der ist so richtig klein. Instagram-Profil ist unten nicht verlinkt. Bisher. Und man sieht sich im nächsten Video. Ciao.